Rettungsweste aufblasen. Zuma, Rocky und ich fahren in deine Richtung. Ich habe deine Position schon geortet. Danke, Ryder. Ich brauche echt dringend Hilfe. Ich glaube, Rüsselchen will einen neuen Rekord im Zickzackfahren aufstellen. Komm schon, Rocky. Schneller! Hey, Rüsselchen! Fahr langsamer! Vorsicht, Rüsselchen! Lenk weg von ihm! Oh, als ob er mich verstehen würde oder wüsste, wie man lenkt. Wow, ist doch mal gut gegangen. Passt auf, Delfine! Tut mir leid, Rüsselchen ist ein Neuling. Ich muss ihn stoppen, bevor ihn irgendjemand reinfährt. So wie ich? Rüsselchen, nein, 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 nein! Oh nein, mein Segel ist kaputt und ich sitze völlig fest hier. Hey Zuma, ist alles okay? Nichts passiert, aber von meinem Windsurfbrett kann ich das nicht behaupten. Rocky kann es reparieren. Rocky, setz dein Floß ein. Gute Idee. Floß! So, jetzt bringen wir es an Bord. Geht klar. Kran. Langsam. Keine Sorge, ich bin Experte. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Igitt. Wieso muss das Wasser in der Bucht so nass sein? Keine Sorge, Rocky. Ich hab dich. Viel besser. Also, was meinst du, Rocky? Ich meine, es ist hoffnungslos. Hoffnungslos? Hoffnungslos mit den Teilen, die ich hier habe. Die sind zu beschädigt. So was Doofes aber auch. Was sollen wir jetzt tun? Ich baue einfach eins aus den Recyclingstoffen im Laderaum. Hey, pass auf mit den tollen Sachen. Entschuldigung. Was willst du denn damit anfangen? Ich klebe die Pyjamas und die langen Unterhosen zusammen. Daraus wird ein Segel. Jetzt brauche ich nur noch etwas für den Mast. Was ist mit dem Holz da? Perfekt. Hey, Walli, willst du noch mal springen für eine Belohnung aus kaltem, kuriosem Quallenfleisch? Super Sprung, Kumpel! Hä? Ein surfendes Schwein? Eigenartig. Das neue Brett rockt! Danke! Captain Tollpatsch! Ryder, ich habe eben das verrückteste Windsurf-Wunder gesehen, das es gibt. Soll ich raten, ein windsurfendes Schwein, nicht wahr? Ha. Wir sind unterwegs, Captain. Rüsselchen ist in der Nähe der Flunder. Dann los! Pass auf, Walli! Oh nein! Schwein über Bord! Zuma, halt dich bereit und folg mir unter Wasser zu Rüsselchen. Tauchmodus! Rocky, wir benutzen deine Seilwinde, um ihn wieder hochzuziehen. Verstanden, Ryder. Du hast ihn gerettet! Toll gemacht, Ryder! Okay, Rocky, wirf die Winde an. Gute Idee, Walli. Ich glaube, Rüsselchen hätte gern eins deiner Leckerlis. So, jetzt bringen wir ihn wieder an Land. So was.
Krass, der Sturm letzte Nacht hat hier ein echt großes Chaos angerichtet. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich sammle mit dem Magneten alles ein, was aus Metall ist. Das ist ja toll. An dem Magneten bleibt alles kleben. Aber wie kriegt man es wieder ab? Ganz einfach. Ich drücke auf den Knopf. Pass mal auf. Wow, wie hast du das gemacht? Ganz einfach. Einschalten und der Schrott geht hoch. Wieder ausschalten und der Schrott fällt runter. Schrott hoch, Schrott runter. Hoch, runter, hoch, hui! Ich habe eine tolle Idee. Du lässt den Schrott gleich in mein Auto fallen, okay? Ja, dann ist er schon mal weg. Guck mal, ist das ein Huhn aus Metall? Das ist kein Huhn, Marshall. Das ist der Wetterhahn von Yumis Scheunendach. Oh! Rubble, warte, den müssen wir Yumi zurückbringen. Oh, oh, oh. Schrott runter. Rubble und Ryder, wir haben Yumis Wetterhahn gefunden. Der Sturm hat ihn bis an den Strand geweht. Wir treffen uns gleich auf dem Bauernhof. Bring Rocky und Marshall mit, dann können wir den Wetterhahn wieder anbringen. Ich finde es super, dass ihr den Strand aufräumt. Machen wir gern. Na dann los, auf zum Bauernhof. Der Schrott scheppert ganz schön in deinem Auto. Das stimmt. Vielleicht sollte ich meinen Namen in Scheppy ändern. Vorsicht, hier sind Gleise. Pass! Ha! Ah! Ah! Oh nein! Die Tür geht nicht auf. Ich sitze fest. Ich muss Hilfe holen, aber dazu brauche ich mein Handy. Also, Henrietta schmeckt die neue Maissorte, die sie anbauen, sehr gut. Und sie ist ein sehr wählerisches Huhn. Dann hole ich noch mehr. Hallo Yumi, Frau Bürgermeisterin. Ryder, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr habt meinen Wetterhahn gefunden. Und wir sind hier, um ihn wieder anzubringen. Oh, das ist wirklich sehr lieb von euch. Dankeschön. Machen wir doch gern. Leiter hoch. So ist es gut. Hey! Ist ja komisch. Der Wetterhahn klebt an deinem Auto. Zusammen mit Eimern, Tonnen und all möglichen Zeug. Ich will mal was versuchen. Ich glaube, dein Feuerwehrauto ist magnetisch. Wirklich? Und woher kommt das? Tja, das weiß ich nicht, aber das kriegen wir schon raus. Erstmal nehmen wir den Wetterhahn ab. Ich schaffe es nicht, ihr müsst mit anpacken. Eins, zwei, drei... Und ziehen. Also, für einen unechten Hahn kann er ganz schön weit fliegen. Henrietta fühlt sich wohl auch magnetisch angezogen. Sie kann gar nicht von dem Wetterhahn wegbleiben. Vielleicht will Henrietta mehr mit anderen Hühnern zusammen sein. Oder sie sucht einen Mann. Tut mir ja leid, dass ich dir den Hahn wegnehmen muss, aber er gehört aufs Scheunendach. Und da bringen wir ihn jetzt wieder an. Hier, bitte sehr, Rocky. Schraubenschlüssel. Wir müssen jetzt ein Schaf in Hundegröße herstellen. Na dann. Hinein in die Wolle. Wir brauchen mehr als nur Wolle. Und ich habe die richtigen Sachen in meinem Fahrzeug. Suppendosen?
Wozu sind die denn? Das zeige ich dir, sobald du sie schwarz besprüht hast. Oh, okay. Farbdüsen. Ich kapier's nicht. Nasensocken? Das wäre ja blöd, Marshall. Das sind Ohrensocken. Ja, richtig. Ohrensocken. Ich versteh's immer noch nicht. Jetzt versteh ich. Nicht übel. Tolle Verkleidung. Komm schon, jetzt musst du dich mit den echten Schafen anfreunden. Hallo, Ryder, Rocky. Marshall, ist ja ein tolles Karnevalskostüm. Das ist nicht für Karneval. Ich bin ein getarntes Schaf. So kann er überall rumschleichen und rauskriegen, wer diese Löcher in ihren Zaun macht. Und ich helfe Ihnen, den Zaun zu reparieren, Bauer Alfred. Schraubendreher. Hallo Lämmchen, begrüßt euren neuen Freund. Marshall. Oh, ups. Ryder, es ist schon wieder ein Loch im Zaun. Drei Lämmer sind geflohen und laufen auf die Felsberge zu. Lauf hinterher, Marshall. Das ist zu gefährlich für die kleinen Lämmchen. Und wenn die anderen Lämmchen auch weglaufen? Ich repariere den Zaun, sodass sie nicht raus können. Geh ruhig. Bin schon unterwegs. Okay, ich bin kein echtes Schaf. Ich bin hier im Auftrag der Paw Patrol. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Oh, oh, sie laufen in eine Höhle. Wir müssen uns beeilen. Eine tiefe, dunkle Höhle ist kein Ort für kleine Lämmer. Die Lämmer sind in der Höhle da unten. Klingt, als hätten sie richtig Angst. Wir müssen sie da rausholen. Aber der Höhleneingang ist zu klein. Da passt keiner von uns durch. Die müssen zu uns kommen. Ich glaube, das kriege ich hin. Sei vorsichtig, Marshall. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh. Oh. Hey, habt keine Angst. Euer alter Freund Marshall ist da. Ich meine, Marshall. Gut so. Kommt schön her. Das war echt super. Woo, Marshall! Ich freue mich auch, euch zu sehen. Spion Chase, fang sie auf. Woo, Netz! Ich meine, danke! Marshall, du hast sie gefunden. Gratuliere. Danke, Rocky. Wir sind alle froh, dass wir wieder da sind. Und habt keine Angst, dass die Lämmer wieder weglaufen. Ich habe den Zaun nämlich gut repariert. Rocky, wenn der Baum steht, bringst du die hier an? Ja, wird gemacht. Rocky, du hast nicht zufällig etwas in deiner Ausrüstung, womit man Schuhe reparieren kann? Und ob! Kleber! Gleich ist ihr Schuh wieder ganz. Ich würde sagen, es läuft bei Ihnen. Oh, das ist wahr. Ryder, meine Mini-Patrol kann auch helfen. Sehr gut. Danke, Alex. Ihr passt schön auf, dass niemand zu nahe kommt, während wir hier arbeiten. Gut, machen wir. Mini Patrol, ihr passt auf, dass keiner an die Baustelle kommt. Hier gibt es nichts zu sehen. Ah!
Lass meine Mini-Patrol in Ruhe. Oh, Henrietta. Hasi ist da drin. Lass die Tasche fallen. Bitte rettet meinen Hasi. Machen wir, Alex. Sky, ein Adler macht Probleme. Alles klar, bin schon unterwegs. Auf mit dir. Danke, Rubble. Kein Problem. Sky, der Adler hat sich die Handtasche mit Hasi geschnappt. Du musst rauffliegen und sie ihm wegnehmen. Du weißt ja, dass ich Adler nicht mag. Aber ich bin der Flughund. Das ist nicht witzig. Gib das Häschen zurück. Super, Sky. Ja. Gut gemacht. Und mein allerliebstes Lieblingshühnchen kann wieder in sein Täschchen. Sehr gut, Rubble. Rocky, und jetzt kannst du die Plakette festmachen. Oh, Ryder, du und deine Fellfreunde, ihr helft mir immer wieder auf die Füße. Schraubendreher. Das hast du gut gemacht. Na komm, kleiner Tut. Hey! Wo ist Chili? Er ist in die Richtung gelaufen. Ryder! Fellfreunde! Hilfe! Rubble, kommst du da mit der Schaufel rein? Schaufel! Tut mir leid, sie ist zu groß. Ich komme da nicht rein. Moment, ich weiß was. Das ist eine gute Idee. Zieh ihn vorsichtig rauf. Warte. Gut gemacht. Das war eine richtige Rettungsaktion. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Wir haben ganz viele Äste gesammelt. Sehr gut. Und jetzt bauen wir den Schweinchen ein neues Haus. So, das Haus ist fertig. Das habe ich doch gern gemacht. Das kitzelt. Ryder, ich habe schon wieder Besuch. Also das gibt's doch nicht. Ich komme sofort. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Das neue Haus ist auch wieder kaputt. Gestern Abend war es auch wieder sehr windig. Aber ein Sturm war es nicht. Und ich habe auch wieder das merkwürdige Heulen gehört. Keine Sorge, Bäuerin Yumi. Wir kriegen bestimmt raus, was es war. Hallo, Ryder. Was gibt's? Rubble, komm mit deinem Bagger. Wir wollen ein Haus aus Stein bauen. Rubble ist der Retter. Ryder, ich glaube, an den Ästen hat auch jemand geknabbert. Und dieses Mal sieht man Zahnspuren. Die sind richtig groß. In meinem Bilderbuch hat der Wolf ganz große Zähne. Wölfe fressen kein Holz. Und Kühe auch nicht. Das heißt, dass es auch nicht Kulinda war. Und von wem sind dann die Spuren? Die sind aber groß. Ich habe gleich eine Ladung Steine mitgebracht. Sehr gut. Rocky, kannst du Rubble helfen? Für meine Freunde, die Schweinchen, tue ich alles. Greifer. Schaufel. Bauen wir ein Haus. Chase, lass deine Flugkamera die Spuren verfolgen. Ja, gute Idee. Wuff! Kamera! Wuff! Und los! Die Kamera hat was entdeckt. Und das hat einen großen Po und einen ganz breiten Schwanz. Nichts wie hin. Da
Das ist Bernie. Die Riesenspuren sind von dem Biberschwanz. Er baut einen größeren Damm und ich weiß auch genau warum. Oh, Bernie hat ja eine Familie. Er braucht jetzt unheimlich viele Äste. Das wird schön, Bernie. Vielen, vielen Dank. An den Steinen wird ja hoffentlich niemand herumknabbern. Das habt ihr echt toll gemacht. Gut, dass ihr fertig seid. Es zieht wieder ein starker Wind auf. Hoppla! Oh, das ist der Wolf! Wölfe hören aber nicht mittendrin auf zu heulen. Sehr komisch. Als hätte es jemand abgeschnitten. Ja, oder runtergeworfen. Manchmal, wenn ein Eimer komisch steht und der Wind bläst, dann gibt es ein heulendes Geräusch. Cool. Sowas kann man auch mit Flaschen machen. Jetzt haben wir den Wolf gefunden. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Danke, Ryder. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich bin ja schon so gespannt, wie die Schweinchen ihr neues Zuhause finden. Na los, kommt. Hä? Wo willst du denn hin? Jetzt müssen wir alle in die Badewanne. Ja! Seilwinde ist eingehakt. Rubble, bitte schaufle Erde unter die Platte, damit wir die Schieflage des Turms ausgleichen können. Packen wir es an! Rookie, heb die Platte bitte mit deinem Gabelstapler an, damit Rubble die Erde platzieren kann. Wird erledigt! Immer noch kein Wasser im Becken. Und nun? Kopf hoch, jetzt bin ich dran. Was ist erfrischender als Schnee? Jetzt passt mal auf. Sky kommt mit einer Abkühlung. Juhu! Für uns. Ja! Eben noch ein Hotdog und jetzt ein Eis am Stiel. Boah, das ist zu kalt. Fellfreunde, jetzt wird es ernst. Chase, starte die Seilwinde. Wird gemacht, Ryder. Ruh, Seilwinde. Okay, Rocky. Platte anheben. Okay, Chase, lass ihn langsam runter. Langsam runter. Großartig, er steht gerade. Reparieren wir das Rohr, damit das Wasser wieder ins Becken fließt. Ich sehe mal nach, was ich dabei habe. Hier habe ich ein Rohrstück. Beeil dich, Rocky. Ich möchte unbedingt ins Becken und nass werden. Und ich möchte gern am Beckenrand sitzen und trocken bleiben. Schraubzwinge. Ich stelle das Wasser ab. Das sollte reichen. Mal sehen, ob es funktioniert. Also das nenne ich einen Schwimmbeckentag. Tut mir echt leid. Sky, ich stelle gleich das Wasser wieder an. Das Becken sollte sich jeden Moment wieder mit Wasser füllen. Ja! Macht euch bereit, Kinder. Ryder sagt, das Wasser ist auf dem Weg. Ja! Ihr dürft erst reinspringen, wenn das Becken voll ist. Ah. Also gut, Kinder. Achtung, fertig und rutschen! Juhu, ja!
Katie. Ja. Danke, dass ihr euch um das Schwimmbecken gekümmert habt. Gern geschehen, Alex. Du weißt doch, wenn du uns brauchst, gib einfach laut. Ja, genau. Also gut, Freunde. Zeit für den Popoklatscher-Wettbewerb. Ohne mich. Ich bleibe warm und trocken hier sitzen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich bin nass. 0 Punkte wegen Durchnässen des Kampfrichters. Schraubenschlüssel. Erledigt. Ich hoffe, es hält. Das werden wir ja gleich sehen. Rubble. Ja, ich glaube, das hält. Danke, Fellfreunde. Besser, du machst jetzt mal eine Pause. Netz. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ryder, bitte komm. Was ist los, Chase? Ich habe Chompy gefunden. Er zieht das Brett von der Scheune runter zum Teich. Bin schon unterwegs. Das ist zwar Chompys Teich, aber wo ist denn die Biberburg? Sie ist weg. Der Sturm. Er hat Chompys Biberburg zerstört. Er versucht, sie wieder aufzubauen. Und wir helfen ihm. Die Stuhlbeine sind die perfekte Stütze und das Hühnerhaus steht wieder wie eine Eins. Ich glaube, den Hühnern gefällt es. Hey, Rocky, wie läuft es mit der Reparatur? Ist schon fertig, Ryder. Gut gemacht, Fellfreunde. Und jetzt sammelt so viel altes Holz, wie ihr könnt und bringt es runter zum Teich. Wir werden eine Biberburg bauen. Wird gemacht, Ryder. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ryder, Hilfe! Jemand hat den neuen Totempfahl, den ich gerade geschnitzt habe, angenagt. Und jetzt fällt er um! Jetzt hat jemand den Totempfahl der Bürgermeisterin angenagt. Aber Chompy ist die ganze Zeit hier gewesen. Aber wer nagt sich dann quer durch Adventure Bay? Es muss noch einen zweiten Biber geben. Chase, du musst ihn finden, bevor er die ganze Stadt zu Zahnstochern verarbeitet. Ein klarer Fall für Chase. Oh, oh. Hey, lass das bitte. Ich hab doch hier oben mein Baumhaus. Hallo, Alex. Hilfe! Ein Biber nagt den Baum unter meinem Baumhaus an und ich sitze drin. Keine Angst, Alex. Chase hilft dir. Chase, Alex hat Biberprobleme. Fahr zu seinem Baumhaus, schnell. Ein klarer Fall für Chase. Schön, dass du da bist. Die fressen meinen Baum an. Die? Ryder, ich habe einen zweiten Biber gefunden. Und sogar noch einen dritten. Und sie machen, was Biber so machen. Jetzt habe ich's. Biber verständigen sich untereinander durch Klopfen mit dem Schwanz. Das kann ich auch. Es funktioniert. Habe zwei Biber an Bord, Ryder. Wir kommen. Danke, Chase. So, meine Biberfreunde, ihr seid zu Haus. Gut gemacht, Fellfreunde. Das ist genug Holz für einen ganzen Biberpalast. Chompy und seine Freunde werden sich in ihrem neuen Zuhause bestimmt wohlfühlen. Ich glaube, es gefällt ihnen. Und es ist besser, als eine Scheune anzunagen. Fürs nächste Mal, wenn ihr uns braucht, gebt einfach nur laut. Oder klopft mit dem Schwanz. Wir helfen. Die
Biberburg hat eine eigene Wasserrutsche? Dürfen wir auch mal rutschen, Ryder? Worauf wartet ihr? Ihr wart so brave Hunde. Yippie! Juhu! Komm schon, Rocky. Lass uns planschen. Nein, vielen Dank. Ich genieße lieber die Sonne. Hm? Oh, Chompy.